Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Outriders Video. Heute ist der Verwüster mit seinem nächsten legendären Rüstungsset dran. Das Cannonball Rüstungsset. Wie immer, wer nicht gespoilert werden will, der sollte jetzt wegschalten. Los geht's! Wie immer fangen wir mit dem Dreifach-Bonus an, wenn wir mindestens drei Teile dieses Sets tragen. Ein mit Nahkampf getöteter Gegner füllt dein aktuelles Magazin, quasi die Waffe, die ihr gerade in der Hand habt, füllt das aktuelle Magazin eben wieder komplett auf. Wir haben wieder die Werte von einem Rüstungsset Level 52, das dürfte die Maximalstufe sein. Also wie immer der Tipp, solltet ihr dieses Rüstungsset finden, sind die Werte natürlich völlig anders. Wir fangen mit den Stiefeln an, erhöht den Rüstwert um knapp oder etwas über 20.000. Die Bonusfeuerkraft wird um 14.400 erhöht, der Close Range Damage wird um 13% erhöht und Skill Life Leech, diese berühmte Fähigkeit, mit der wir den Gegnern quasi Heilung abziehen, die wir selber bekommen oder Leben entziehen, die wir dann selber auf unser Heilungskonto zurückbekommen, durch die Skills 3%. Der Level 3 Mod Nahkampf Cooldown Reduzierung um 50%. Die Cooldown des Nahkampfs ist so schon sehr, sehr flott. Das sind vielleicht nicht mal 2 Sekunden. Also da könntest du quasi den Nahkampf dauerhaft durchballern. Und der Phantom Dash ist der Level 2 Mod, ein sehr effektiver Mod, wenn ihr von Gegnern umzingelt seid und ihr könnt euch gerade mal nicht bewegen. Das passiert sehr, sehr häufig bei Gegnermassen, dass ihr euch dann nicht mehr durch die Gegner bewegen könnt, seid eingekesselt und meistens geht ihr dann drauf und so macht ihr einen Phantom Dash und könnt euch durch die Gegner durchrollen, ausweichen. Sieht sehr, sehr geil aus. Ist auf jeden Fall sehr ein beliebter Mod in meinen Rüstungsteilen. Dann kommen wir zu den Handschuhen. Erhöht den Rüstwert um 25.000, Bonusfeuerkraft um 12.000, Status Power um 23% und die Cooldown-Reduzierung der Skills logischerweise um 7%. Der Level 3 Mod 20% erhöhter Schaden gegen Elite-Gegner und der Level 2 Mod erhöht den Nahkampfschaden um 25%. Kommen wir zum Unterkörper. Erhöhte Rüstwert um 21.400, Anomaliekraft wird um 13.800 gesteigert, die Statuspower um 23,3% und die Cooldown-Reduzierung um 6%. Der Level 3 Mod erhöht den Nahkampfangriffsschaden um fette 100%. Absolut fett. Und der Level 2 Mod erhöht die Anomaliekraft um 50.000 und Feuerkraft um 63.000. Wenn jemand von euch schon mal den Mod getragen hat, vielleicht eine kleine Erklärung für mich. Muss ich mich quasi dauerhaft bewegen, während ich auf den Gegner schieße? Oder bewege ich mich, kann mal kurz stehen bleiben in der Deckung, baller auf den Gegner und habe dann diesen Buff? Weil hier steht nichts von einer Cooldown. Ich interpretiere es mal so, dass wir uns wirklich dauerhaft bewegen müssen, während wir auf den Gegner ballern. Weil um 63.000 erhöhte Feuerkraft oder Anomaliekraft um 50.000 ist echt auf jeden Fall eine absolut krasse Nummer. Als nächstes kommen wir zum Oberkörper. Der Rüstwert wird um knapp 25.000 erhöht, Maximalgesundheit um 6.000, Skill Life Leech um 3% erhöht und der Close Range Damage wird um 12% erhöht. Der Level 3 Mod reduziert den Schaden von Elite-Gegnern um 20% und der Level 2 Mod Shotgun-Schaden wird um 15% erhöht. Kommen wir als letztes zum Helm. 21.751 erhöhte Rüstwert, Bonusfeuerkraft um 12.300, Long Range Damage um 14% und Skill Life Leech um 3,25% erhöht. Der Level 3 Mod reduziert die Dauer von negativen Statuseffekten um 75% und der Level 2 Mod Killing Shots erhöhen die Feuerkraft um 85.000, dreimal stapelbar, aber der Effekt verschlechtert sich dann dementsprechend um alle 10 Sekunden reduziert sich das quasi, dass du nicht mehr so viel Schaden austeilst. Das war's schon wieder mit dem Cannonball Rüstungsset für den Verwüster. Ich würde mich über jeden Daumen nach oben freuen, aber wenn ihr neues Event rund um Outriders nichts verpassen wollt, bleibt gesund. Das war's von mir, haut rein, ciao.